Mikro an? Mikro an. Mikro an. Herzlich willkommen zu unserem 7. Saarsport-Impuls. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Susi Franz, leite den Bereich Service beim Landessportverband und dort sind wir stets bemüht und engagiert, um unsere Vereine und Verbände bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. Und das unter anderem mit unseren Saarsport-Impulsen. Einige von euch werden das schon kennen, waren bei dem einen oder anderen dabei. Und eins vorweg, bevor ich es nachher vergesse. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Wenn Sie also nicht gesehen werden möchten, schalten Sie bitte Ihr Bild weg. Und im Anschluss werden wir diese Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Wir haben heute einen Impuls etwas anders als sonst. Wir haben heute eine Gesprächsrunde zum Thema duales Studium. Haben uns wie immer, das heißt nicht wie immer, normalerweise haben wir uns immer einen kompetenten Referenten eingeladen. Heute haben wir drei kompetente Referenten da, die in einer Gesprächsrunde das Thema duales Studium vorstellen. Das ist zum einen unser Referent, der Thomas Lörscher von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Dann haben wir unseren Vorstand des Landessportverbandes, den Johannes, Vorstand des Landessportverbandes. Ich vergesse es immer zu sagen, für Sport und Vermarktung. Wir haben ja zwei Vorstände. Das ist der Johannes Kopko. Und dann haben wir unseren Student, den Aaron Wollscheid. Die drei werden euch nun vorstellen, welche Möglichkeiten die im Verein, Verband haben, vielleicht einem Studenten das duale Studium zu ermöglichen und als Verein, Verband davon zu profitieren. Also eine Win-Win-Situation für beide. Und wir machen es heute nicht so, dass wir zunächst die Vortragenden euch was erzählen und im Anschluss eine Fragerunde gibt. Wir machen es heute so, dass wenn Sie zwischendurch Fragen haben, geben Sie einfach die Hand. Die werden dann zu uns geschaltet und können Ihre Fragen stellen. Für die, die hier präsent im Raum sind, selbstverständlich gilt das Gleiche. Wünsche ich uns einen schönen Verlauf und Herr Wörter, Sie haben das Wort. Frau Franz, vielen Dank. Auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Das ist Saarsport Impuls, für mich das erste Mal, vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Lörscher, habe eine ganz lange Historie hier am LSVS. Ich habe hier am SWI studiert und bin schon fast 20 Jahre Mitarbeiter der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Komme aus der Pädagogik, bin mittlerweile im Bereich Service und Career Service in beratender Funktion als Leitung tätig. Freue mich hier gemeinsam, eigentlich sind wir nicht ein Referent, sondern wir sind eine Smalltalk-Gruppe, glaube ich, heute hier und freuen uns einfach mal aus der Praxis vom dualen Studiensystem zu berichten. Ich bin so vielleicht so für die Rahmenbedingungen des Studiums verantwortlich, um Ihnen da Rede und Antwort zu stehen, wie das abläuft, was man für Voraussetzungen mitbringen muss seitens des Interessenten, der studiert oder für Sie als Betrieb, als Praxispartner. Wir sehen Sie auch als Praxispartner an, auf Augenhöhe und würde Ihnen gern einfach vermitteln, welche Möglichkeiten es gibt, mit uns gemeinsam Mitarbeiter auch im Kontext dieser Nachwuchsfachkräftemangel auszubilden und das über ein duales Studium. Ich würde vielleicht mal kurz an Johannes, Herr Kopko, weitergeben. Ja, vielleicht aus Ihrer Sicht, aus deiner Sicht. Ja, wir machen seitdem auch ich beim LSVS bin, auch vorher schon, also seit Jahren, beste Erfahrungen damit, dass wir unsere Nachwuchskräfte
während Ihres Studiums schon bei uns einsetzen, einbinden in den verschiedenen Geschäftsbereichen, die wir haben, dass Sie Ihre Erfahrung sammeln können und uns da schon als vollwertige Mitarbeiter unterstützen können. Später dann immer das Ziel mit einer Festanstellung verbunden. Aber grundsätzlich geht es darum, den jungen Menschen nicht nur die Theorie zu vermitteln, sondern auch Einblicke in die Praxis zu geben. Und wenn uns das gelingt, habe ich die große Hoffnung, dass das auch vielen anderen gelingen kann, die bei uns im Saarland durch einen Verband oder durch einen Verein, der im Saarland tätig ist, eine große oder eine große Nähe haben hier zur Hochschule. Und es ist einfach eine tolle Sache und deswegen unterstützen wir das natürlich. Prima, vielen Dank. Wir haben noch jemand mit in der Gruppe drin. Ich möchte schon sagen, Bachelor-Absolvent und zukünftiger Master-Absolvent, wie Herr Kockwolf gesagt hat, ja, bestimmt, ja, 23 mit Abschlussthesis. Fester Mitarbeiter beim LSVS, wie ich gehört habe. Und du hast schon das duale Studium durchlaufen und jetzt wahrscheinlich auch mit den Kompetenzen in der Praxis gemäß der Aufgaben und Rollen, die da gegeben sind, setzt du das um? Vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Ja, genau. Mein Name ist Aaron Holstein. Ich hoffe, dass ich eines der guten Beispiele und guten Erfahrungen des LSVS bin. Das muss der Herr Kopfkopf vielleicht. Deswegen sitzt du hier. Ja, ich habe das duale Studium schon gemacht. Ich habe den Bachelor of Arts Sportökonomie gemacht und letztes Jahr im Juni abgeschlossen dann mit meiner Thesis. Bin seit 2018 hier beim LSVS und habe auch im Prinzip einige Tätigkeiten, die ich auch im Studium so gelernt habe, im Prinzip hier dann in der Praxis umgesetzt. Ich war lange Zeit eher im Finanzbereich tätig und bin jetzt seit zwei Jahren, seit letztem Jahr, seit der Festanstellung dann besonders eher so in Vermarktung, Kommunikation tätig und habe da im Prinzip gerade so die Module Marketing, die beim bei Sportökonomie dabei sind. Kommunikation und Präsentation, das sind so die Tätigkeiten, die ich jetzt aktuell noch umsetze. Insgesamt im Studium, vor allem die BWL-Module. Zu deinem ersten Abschluss, Bachelor im Bereich Sportökonomie, kommen wir vielleicht später nochmal zurück, weil es doch wahrscheinlich recht interessant ist für Vereine, Verbände, Dachverbände. Vielleicht zum Studium als solches. Wie lange gibt es die Hochschule schon? Seit 2002 gab es den ersten Studiengang, noch kein Bachelor, sondern Diplom, Fitnessökonom. Wir sind aus dem Mandelbachtal entsprungen, die DSA-Akademie, fast 40 Jahre als privater Bildungsträger im Bereich Fitnessgesundheit entstanden, daraus das Schwesterunternehmen, die BA und die heutige Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und seit 2004 haben wir die Ehre und das Vergnügen, hier gemeinsam auf dem Gelände des LSVS zu sein und haben ganz, ganz tolle Zusammenarbeit und haben mittlerweile ganz, ganz viele Studiengänge, wie ich Ihnen namentlich nachher noch gerne nenne. Ich würde Ihnen aber gerne erstmal das System erklären. Es setzt sich mehr oder weniger aus... Wie setzt sich das duale System zusammen? Es ist eigentlich relativ transparent. Es bedarf natürlich einer Hochschulzugangsberechtigung, klassisch Abitur. Es geht aber auch Fachabitur. Es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, zum Studium zu kommen, über Nebenwege, ein abgeschlossener Beruf mit mehrjähriger Berufserfahrung. Also es gibt viele Möglichkeiten außerhalb der allgemeinen Hochschulreife, wenn Interesse besteht, das Studium zu beginnen. Es bedarf eines Ausbildungsbetriebes. Deshalb sitzen wir heute hier mit dem LSVS, der ist schon seit 2002, glaube ich, direkt am Anfang mit als Praxispartner mit uns ausgebildet hat. Die Rahmenbedingungen im Ausbildungsbetrieb sind so, dass der Student mindestens 20,5 Stunden pro Woche im Betrieb arbeiten muss. Das sind die Rahmenbedingungen. Wir empfehlen immer bei einer Ganztagstätigkeit zwischen 32 und 35 Stunden die Woche, damit auch noch ein Zeitfenster ist, sich für die Hochschule
vorzubereiten. Das ist ja der dritte Punkt. Es gibt, ist ja ein Fernstudium. Das heißt, der Student muss sich ja auch mit den Lehrmaterialien auseinandersetzen, vorbereiten. Und der dritte Punkt sind dann die Lehrveranstaltungen, entweder in kompakten Präsenzphasen oder auch alternativ digital. Das ist ganz flexibel, sodass wir so ein Drei-Säulen-Diagramm haben, eben aus der betrieblichen Ausbildung, aus den Lehrveranstaltungen, aus der individuellen Vorbereitung innerhalb des Fernstudiums. Wie ist dann in der Umsetzung so, das haben wir ja schon so ein bisschen beschrieben, die Tätigkeiten im Ausbildungsbetrieb sollen natürlich auf den Betrieb auch entsprechend adaptiv angepasst werden. Wir sind immer sehr froh, wenn die Lehrer aus der Hochschule in den einzelnen Unterrichtsmodulen, ich spreche jetzt mal hier vielleicht von Vereinsrecht, Sportmanagement, Vermarktung speziell, aus dem Studiengang Sportökonomie, kannst du vielleicht später noch ein bisschen was erzählen, dass die dann auch sehr praxisnah mit den Softskills da auch eingesetzt werden, dass die Erfahrung damit reinkommt und die Studierenden auch eine Rolle bekommen und die Kompetenzen, die dann im Betrieb dann gefordert werden, dann auch eingesetzt werden. Also eine direkte Umsetzung aus der Lehre mit einer hohen Praxisrelevanz, sodass dann auch der Studierende ja eine Identifikation über die 3,5 Jahre hat, in seinen Rollen wächst, mehr Verantwortung bekommt und letztendlich dann eine Möglichkeit hat, sich im Betrieb auch zu positionieren. Ja. Vielleicht, wie war das bei dir gewesen, Aaron, in deiner Zeit? Ich habe das große Glück, dass der Großteil von meinem Bachelorstudium ja noch in Präsenz war vor der Corona-Pandemie. Und ich hatte eigentlich in, jedem einzelnen Modul wirklich auch einen extrem erfahrenen Referenten. Zum Beispiel, wenn ich Sportmarketing oder Sportmanagement nehme, da hatte ich einen Carsten Schumann, persönlicher Assistent von Matthias Sammer jahrelang, war beim FC Bayern München, war beim Deutschen Fußballbund von Matthias Sammer und sag mal, wenn man so einen dann als Referent allein schon hat und dann auch fernab nur vom reinen Studienmaterial, so Geschichten aus dem Leben und Erfahrungen von ihm mitnehmen kann, dann finde ich das schon extrem viel. Thema. Vielleicht aus Sicht des Ausbildungsbetriebes nochmal. Man wird ja mit reingenommen. Zu Beginn, es gibt auch einen betrieblichen Ausbildungsplan, wo man dann erkennt, wo befindet der Student sich denn jetzt? Es gibt einen Ablaufplan über das ganze Kalenderjahr, wo alle Seiten wissen, wie der Status quo ist, welche Module, welche Fachinhalte auch aus den einzelnen Wissenschaftsbereichen gelehrt und vermittelt werden, sodass der Betrieb das auch sehr schön dann auch einsetzen kann. Ja, natürlich haben wir den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr groß und breit aufgestellt sind. Also in den verschiedenen Bereichen des Sports, sei es im Bereich Marketing, im Bereich Finanzen, im Bereich Service, im Bereich Veranstaltungsmanagement, überall dort, wo man theoretische Inhalte hat, wird man auch beim LSVS etwas wiederfinden. Wir versuchen natürlich allen Studierenden, wir haben mehrere, aktuell sind es, wenn ich richtig weiß, 7, die wir haben, dann ist es so, dass natürlich jeder nicht immer überall alles mitnehmen kann, aber wir versuchen natürlich auch gerade den Studierenden das zu ermöglichen, wo ihre Interessen, ihre Interessensfelder liegen, da näher darauf einzugehen. Das gelingt meist ganz gut. Manchmal ist es auch ausbaufähig. Das hängt immer an dem Betrieb, an den Begebenheiten und an dem Studenten selber oder der Studentin selber auch zusammen. Aber im Grunde gelingt es sehr, sehr gut, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. Funktion wie so ein Pate, der dann auch Ansprechpartner für die Hochschule ist. Und natürlich ist es so, dass auch mal Probleme entstehen, die dann gelöst werden, dass Student und Betrieb und Hochschule vielleicht als Mediator da halt ab und zu mal fungieren. Aber das ist ganz normal, glaube ich, in der Ausbildung, sodass aber ein reger Austausch da ist und die Transparenz für alle. Dem Student
zur Verfügung gestellt. Ich glaube, pro Kalenderjahr bekommt er dann immer ein Riesenpaket, wo dann alles drin ist. Und dann ist es so, dass der Student gemäß seiner Arbeitszeit und der Möglichkeit, sich dann halt neben der Arbeit mit einem gewissen Zeitfenster dann halt vorzubereiten, in der sogenannten Selbstlernphase. Dort wird er aber unterstützt, eben über das Lehrmaterial. Er hat auch digitale Medien. Das ist so ein Learning-Management-System, so ein Intranet, das sowohl dem Studenten als auch dem Betrieb offen steht. Und wir empfehlen deshalb diese Situation, 8 Stunden pro Woche, sollte man schon kalkulieren, um eben vorbereitet zu sein für die Präsenzphasen, die später noch kommen. Alle 4 bis 5 Wochen sind dann die Unterrichtsmodule, 3 Tage am Stück während der Woche. Bei dir war es, glaube ich, noch zwischen 2 und 4 Tagen in der Ausbildung. Jetzt sind es 3 Tage, auch teilweise der Pandemie geschuldet. Aber so ist dann ein richtiger Rhythmus drin, sodass die betriebliche Ausbildung eigentlich zu 75-80% im Vordergrund steht. Und sie mit ihren Mitarbeitern auszubilden, alles so planen können, wie sie es auch gerne möchten und natürlich dann auch die Kompetenzen dann aus den Modulen dann nutzen können. Der 3. Punkt sind dann diese sehr praxisorientierten Lehrveranstaltungen. Aaron hat es schon erzählt, die Dozenten, Referenten, sind ganz, ganz viele Mitarbeiter. Wir sind über die Republik verteilt mit 350 Mitarbeitern ungefähr, haben sehr, sehr viele Stützpunkte, wo die Studenten dann auch nachfrageorientiert ihr Studium absolvieren können. München, Berlin, Stuttgart, Leipzig, Frankfurt, Düsseldorf, Zentrale hier in Saarbrücken, Köln, Wien, Zürich als Pendants im Ausland. Sodass da eine ganz hohe Flexibilität ist. Und wir versuchen auch sehr praxisorientiert zu unterrichten. Das heißt, es gibt viele Gruppenarbeiten. Es ist kein Monolog von Dozenten, sondern da ist eine ganz hohe Interaktion. Jetzt im Rahmen der Pandemie waren wir dann auch geschuldet, die Präsenzphasen auch zu digitalisieren. Also es gibt auch Livestreams, wo die Studierenden und Betriebe von Modul zu Modul entscheiden können, ganz flexibel, wie ist denn jetzt die Situation, macht es heute Sinn, zur Präsenzphase zu kommen oder vielleicht eher digital eine Variante zu nutzen. Und natürlich gibt es auch Prüfungsleistungen in den einzelnen Modulen. Und so arbeitet man sich dann Step by Step bis zur Bachelor-Thesis, die dann vielleicht auch im Sinne des Betriebes mit einer Themastellung dann auch eingesetzt werden kann, sodass der Student und der Betrieb sich da wiederfinden, neue Erkenntnisse ausziehen können und darauf aufbauen können. Das vielleicht so zum Studiensystem. Warum wäre das vielleicht für Sie interessant? Da vielleicht nochmal, Johannes, du hast ja schon zu Beginn gesagt, jetzt noch viele Studierenden machen das schon lang. Wo liegen die Vorteile für den Betrieb, sich mit der Situation vielleicht auseinanderzusetzen? Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe drauf an. Ne? Also unsere Vorteile sind sicherlich andere als die vielleicht der kleine Verband oder der nicht ganz so große Verein hätte. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, jemanden zu haben, der gut ausgebildet in der Theorie ist und sich in der Praxis beweisen und ausleben kann sozusagen. Und da ist es für uns einfach wichtig, es sind junge, ambitionierte Menschen, die was bewegen wollen, die sich auch nicht verschlossen zeigen vor den Ideen und Ratschlägen, die es sonst gibt, die es vielleicht im Ehrenamt auch gibt und die wissbegierig sind, sicherlich ihre Fehler machen, so wie wir alle unsere Fehler machen, daraus aber lernen können und dadurch natürlich auch besser die Aufgaben machen können. Und für uns ist es deswegen schön, weil es wie eine, ich habe es vorhin schon gesagt, eine vollwertige Arbeitskraft ist, die gut ausgebildet ist, die ambitioniert ist. Und wenn man diese Themen zusammenbringt, dann könnte es gar nicht besser sein. Und je nachdem, wie groß der Betrieb oder der Verein, der Verband ist, desto vielfältiger sind auch die Aufgaben. Und natürlich geht es ein Stück weit. Das zeigt auch die Theorie, dass es
ich will nicht sagen Generalisten sind, die da rauskommen aus den Studiengängen. Natürlich sind sie in bestimmten Bereichen, haben sie ihre Schwerpunkte, aber nichtsdestotrotz umfassen sie das ganze Große. Und das wiederum hilft dann auch dem kleinen Betrieb oder dem kleinen Verein, dass er jemanden bekommt, der in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Dingen dem Verein auch weiterhelfen kann. Aber warum hast du dich denn für ein duales Studium entschieden und nicht für eine Ausbildung an der staatlichen Uni mit klassischen Präsenzveranstaltungen? Also grundsätzlich habe ich hier schon mein dreiwilliges soziales Jahr gemacht und dadurch, also beim Saarländischen Fußballverband, dadurch gab es auch schon viel Kontakt zum Landessportverband. Und ja, im Prinzip hauptsächlich durch die Erfahrungsberichte von den Leuten, die ich hier auf dem Gelände dann schon kennengelernt habe, sind ja doch schon einige Studenten hier beim Landessportverband gewesen. Und grundsätzlich ist es der Studiengang, für den ich mich entschieden habe, gibt es auch gar nicht hier, soweit ich weiß, als Vollzeitstudium. Und ja, der Hauptargument war einfach die Berufserfahrung, die man zeitgleich schon sammelt. Natürlich ist es für einen jungen Menschen auch nicht so ganz unwichtig, dass er auch schon ein bisschen Geld verdient währenddessen. Aber der größte Punkt ist vor allem, dass du zwar einen Studienabschluss hast, aber trotzdem auch schon eine Berufserfahrung aus dem Studium gemacht hast. Stichwort, wir sagen immer Studieren mit Gehalt, und zwar im doppelten Sinne. Es gibt eine Berufsausbildung, aber natürlich steht ja dem Auszubildenden auch ein Gehalt. Und das gehört vielleicht so zu den Rahmenbedingungen. Wir sprachen eben zu Beginn, dass der Student mindestens 20,5 Stunden im Betrieb arbeiten muss pro Woche. Wir empfehlen eben diese 32 bis 35 Stunden, wenn es eine ganz eine Vollzeittätigkeit ist, damit eben die Zeit noch ist, für die Uni zu lernen. Und ja, es gibt ein Ausbildungsgehalt. Auch da gibt es nur Empfehlungen. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Das ist vielleicht ein Verband oder einem größeren Verein oder einem kommerziellen Arbeitgeber-Ausbildungsbetrieb anders möglich als einem kleinen Verein vielleicht. Wir haben hier eine Orientierung bei dieser Vollzeitstelle von 400 bis 700 Euro, vielleicht mit einer leichten Progression. Im ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr. Aber das ist reine Verhandlungsbasis zwischen Betrieb und dem Auszubildenden. Und ja, es fallen auch Studiengebühren an. Die werden zu 99% von den Betrieben getragen. Das sind bei fast allen Studiengängen 330 Euro. Es gibt einen Studiengang, Bachelor of Science, im Sport- und Gesundheitsinformatik, sind es 360 Euro. Und ich glaube auch bei euch ist es so, dass der Ausbildungs- die Studiengebühr zahlt und passend dazu noch ein Ausbildungsgehalt. Auch das ist natürlich ein Stück weit Verhandlungssache. Also wenn jemand, sagen wir mal, auch beispielsweise angehender Spitzensportler ist, ist es eine andere Ausgangslage, als wenn es jemand ist, der nur einen Betrieb besucht hat, in dem er das machen kann. Aber grundsätzlich sind wir als LSVS ja Körperschaft des öffentlichen Rechts damit auch an den TVL gebunden. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit über dem liegen, was sozusagen die Empfehlung ist. Insofern könnte auch jeder davon selber die Studiengebühren sozusagen bezahlen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das auch drin. Bei uns heißt es dann Stipendium. Die Möglichkeiten gibt es natürlich, aber hängt ja auch von Betrieb zu Betrieb ab, wie ja mögliche finanzielle Gegebenheiten sind. Ja. Jetzt sehen wir die Studiengänge, 6 an der Anzahl, mit einer Schwerpunktpositionierung, Fitnessökonomie, Sportökonomie, wie bei Aaron passend aus der Praxis gewachsen für die Vereine, für die Verbände, ganz klassisch auch mit Inhalten, Fitnesstraining, Gesundheitsmanagement, Ernährungsberatung und relativ neu Sport- und Gesundheitsinformatik. Wir kommen aus der Praxis und wollen auch für die Praxis mit den Praxispartnern, den Ausbildungsbetrieben, da den Input geben und auch die Menschen, die Interessierten und Studierenden halt fürs Leben auch vorzubereiten, dass sie auch einen Berufsabschluss haben, in dem sie sich wiederfinden. Und ganz toll, Herr Kopphoff hat es gesagt, ganz zu Beginn, das Ziel ist auch, die Studierenden, Absolventen eventuell zu übernehmen, was nicht selbstverständlich ist, aber eigentlich dann eine sehr, sehr schöne Ausgangsbasis für über die 3,5 Jahre, so lange läuft das Studium ja, sich ja da auch einzustellen, man lernt sich kennen. Und es ist wirklich so, dass die Betriebe zu einer großen Anzahl, als auch die Studierenden, vor Abschluss des Studiums wissen, wie geht es denn weiter? Bleibt man im Betrieb oder orientiert man sich in eine andere Richtung?
Das steht meistens schon relativ früh fest. Ja. Und so war es bei euch auch. Ne? Manchmal kommt ja auch noch ein Masterstudium dazu. Wie jetzt beispielsweise bei Maron, der nach dem Bachelorstudium gesagt hat, er möchte noch einen draufsetzen und den Master machen, was ja auch bei euch möglich ist. Und dann geht es natürlich weiter. Und natürlich ist es so, dass man als Betrieb auch die jungen Menschen, die ja noch in ihrer Entwicklung in der beruflichen ganz am Anfang stehen, gut kennenlernen kann über die 3 Jahre des Bachelorstudiums. Und wenn dann noch ein Master dazu kommt, dann kann man sich schon mal relativ sicher sein, dass man sich ein bisschen kennt, dass man Gefallen aneinander gefunden hat, sozusagen. Und das ist ja die beste Voraussetzung, daraus dann auch eine Langfristigkeit zu machen. Aber wie gesagt, das ist unter finanziellen Gegebenheiten auch immer und überall unterschiedlich und anders zu bewerten. Und natürlich ist es auch als LSVS nicht immer möglich, alle Studierenden zu übernehmen. Und es hängt ja auch davon ab, wo werden gerade Stellen frei, passen die, der Student passt ja auf die entsprechende Stelle. Und solange man da einen für beide Seiten guten Match findet, dann ist doch eine gute Perspektive auch für die Studierenden. Wie die Frau Franz zu Beginn sagte, die Bindungsdissertation, die ist vielleicht dann da. Und ja, es gibt nach dem Bachelor auch Master, es gibt auch nach dem Master ein Graduiertenprogramm bei uns, sodass da die Flexibilität, in einen akademischen Werdegang einzuschlagen, da gegeben ist. Aber es hängt von vielen Faktoren ab, die da noch passen. Wir sind eine private Hochschule, staatlich anerkannt, akkreditiert, gleichzustellen mit einer staatlichen Hochschule. Wir sagen aber, in der Situation duales Studium, Interessierte, die bei uns studieren möchten, brauchen wir eine entsprechende Dienstleistung, einen Service, den wir dann auch, als Credo pflegen. Wir haben einen Career Service und wir haben so eine Schnittstelle zwischen suchenden Praxispartnern, Ausbildungsbetrieben und Interessenten, die Aufstiegsjobbörse. Ich habe ein ganz tolles Team im Hintergrund, die mit mir tagtäglich Betriebe beraten, Interessierte beraten, die zusammenbringen bundesweit. Wir haben ja über 8000 Studenten in Deutschland verteilt, sodass es da eine einfache Möglichkeit gibt, kostenfrei sich beraten zu lassen, sich zu positionieren, sagen, hier bin ich, ich suche eigentlich eine Möglichkeit, einen Mitarbeiter zu qualifizieren, dem eine Berufsausbildung im dualen System zu ermöglichen. Und da haben wir ganz, ganz viele Tools innerhalb der Hochschule stellvertretend, diese Schnittstelle Aufstiegsjobs, wo es dann Möglichkeiten gibt, wie wir dienstleistungsorientiert das Ganze dann auch betreuen. Und das liegt uns dann wirklich am Herzen, dass wir mit Ihnen als Betrieb auf Augenhöhe dann auch kommunizieren, Ihnen Sie beraten, Sie können sich jederzeit an uns wenden. Wir stehen mehr oder weniger mit dem ganzen Team für Sie bereit und würden uns freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Wir senden Ihnen Infomaterial zu. Sie können später noch unsere Kontaktdaten erhalten. Wir würden uns freuen, Sie hier auf dem Gelände des LSVS auch persönlich begrüßen zu dürfen. Das machen wir sehr gerne, sowohl die Studierenden. Wir haben Infoveranstaltungen, wo Betriebe, Interessenten oder auch die Eltern fragen sich ja manchmal zu Recht, private Hochschule im Sportbereich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Abraham, ob da auch Fragezeichen von den Eltern kamen oder? Gut, mein Vater hier auch sehr sportbewandert ist, der kann das, meine Mutter tatsächlich nicht, aber muss man Überzeugungsarbeit leisten, ja. Aber dafür sind wir ja auch da und ich glaube, wir können das ganz gut und wir haben uns auch im Markt etabliert und der LSVS als langjähriger Praxispartner, Johannes, du wirst das bestimmt bestätigen können, dass die Erfahrungen da recht positiv sind. Wo Menschen sind, entstehen auch mal Probleme, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ist ganz normal, aber ich glaube, am roten Faden ist das eine tolle Sache. Ich habe es nicht anders erlebt. Und tatsächlich auch in einer vorherigen Position, wo ich tätig war, über 4 Jahre hatten wir auch mehrere Studenten der Hochschule bei uns und damals in dem Betrieb. Und das hat auch immer reibungslos funktioniert. Also ich kannte sozusagen das System und die Vorzüge dessen auch schon vorher, auch was das für den
Arbeitgeber in dem Fall oder den Betrieb, den Verein, das war ein Verein, dann bedeutet. Ja. Natürlich haben wir auch Infomaterialien, die können Sie bei uns anfordern. Rufen Sie an, wir senden Ihnen das gern zu. Und ich glaube, so als Intro vom dualen System, Möglichkeiten für Sie, wenn Sie Interesse haben, Mitarbeiter zu finden, im dualen System mit uns auszubilden, war das vielleicht als erste informative Plattform für Sie hoffentlich recht interessant und bin froh, wenn jetzt ein paar Fragen kommen. Nicht? Dann haben wir hoffentlich alles soweit erklärt und Fragezeichen, wenn die da sind oder später kommen, gerne einfach melden. Dafür sind wir da. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut, mal die Möglichkeit zu haben, bei Ihrer Veranstaltung ja, einfach zu sprechen, uns zu positionieren, gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben, heute stellvertretend den LSVS. Und bedanke mich, Johannes, bei dir, bei Aaron, bei dir, bei Franz. Vielen Dank für die Einladung und gerne jederzeit wieder. Sehr gerne. Vielleicht noch eine Anregung für den einen oder anderen. Viele Vereine haben auch schon mal Studierendenwillige, also Studenten auch im Verein, die sie vielleicht in den Verein einbinden wollen. Ich denke, da ergeben sich auch tolle Möglichkeiten, wie man das kombinieren kann und seinen Sportlern oder Athleten vielleicht da auch die eine oder andere Möglichkeit schafft. Ja, also der Herr Dörscher hat Ihnen das Angebot gemacht, anzurufen. Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit an uns wenden, die Abteilung Service. Die Daten finden Sie auf der Homepage. Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, Probleme, die Sie drücken, rufen Sie gerne an oder schreiben Sie uns. Und wenn Sie Ideen oder Themen haben, wo Sie sagen, da hätten wir mal gerne einen Impuls dazu, schreiben Sie uns das gerne oder rufen Sie an, teilen uns das mit. Wir nehmen das auf und schauen, dass wir auch da eine Beratung für Sie zustande bringen. Zu unserem nächsten Termin, Saarsport Impuls, steht noch nicht fest, aber vielleicht noch ein Hinweis in anderer Sache. Ich weiß noch nicht, ob wir noch einen vor der Sommerpause machen, aber noch ein Hinweis in anderer Sache am 1.7., da haben wir unseren Saarsporttag, das ist die frühere Nacht des Sports. Vielleicht auch interessant mal für einen Besuch. Vereine können teilnehmen, sportlich sich präsentieren oder auch einfach nur als Besucher kommen. War in der Vergangenheit immer eine sehr schöne Veranstaltung für den Sport. Und dann würde ich Ihnen jetzt als nächsten Termin einfach mal das mit auf den Weg geben. Ansonsten bedanke ich mich, Herr Lörscher, für den Input. Gerne, vielen Dank. Lieber Johannes, mein Chef. Vielen Dank für den Beitrag und Aaron, herzlichen Dank und vielen Dank auch an mein Team in der Abteilung, das mich sehr gerne unterstützt, beziehungsweise euch sehr gerne unterstützt. Und das Team des Veranstaltungsmanagements, das diese Präsentation unterstützt. Herzlichen Dank auch hier an die Anwesenheiten. Herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend. Bis dann. Viele Grüße. Ciao. Tschüss. Ciao.